des Bundestages 202 Inschriften. Und da ich ja ständig mit diesen Schriften zu tun hatte, habe ich gesagt, das kann nicht sein. Schon allein auf der Seite sind über 300. Mhm. Und als ich dann wirklich Schrift für Schrift nachgeguckt habe, ich hatte fantastische Helfer. Alleine kann man sowas nicht machen. Sie haben sich hingesessen und im Prinzip stundenlang auf so eine Wand im Prinzip geguckt, oder? Stunden reicht nicht, Wochen, Monate, Jahre. Um wirklich nicht nur irgendwas Vermutetes aufzuschreiben, sondern dokumentieren, was steckt dahinter. Und das sind dann zum Schluss über 700 Abgeordnete geworden. Die kamen alle. 700 Inschriften, die auf den Wänden stehen. Ich grüße dich. Herr Botschafter, schön, Sie zu sehen. Ich habe Ihnen nochmal hergeholt. Er ist dann hier gewürdigt worden und wir sind durch Berlin. Und dann sind wir am ehemaligen Weißen Luftfahrtministerium vorbei. Und da hat er mir erzählt, er hat einen Querschläger an den Helm gekriegt. Ja. Der war bis heute nicht einen Meter in die Richtung zu diesem Gebäude zu bewegen. Ja. Mhm. So tief saß das. Mhm. Da können Sie sich vorstellen, was uns... Ich gebe Ihnen gerne die Liste der Namen